Dieses Video dient dir dazu, kurz und knapp zu erklären, worauf du beim Kauf eines Slow Cooker achten solltest. Unten in der Videobeschreibung findest du den Link zu unserem ausführlichen Kaufratgeber mit Produktempfehlungen auf kochenmitgenuss.org. Kommen wir nun zu unserer ersten Empfehlung. Hier geht es um das Material eures Slow Cookers. Die meisten Modelle bestehen aus langlebigem Edelstahl, dann gibt es aber auch Modelle mit Keramiktopf. Den Keramikeinsatz gibt es meistens mit oder ohne Antihaftbeschichtung. Wenn ihr kalorienreduziert kochen möchtet, dann wählt ein Modell mit einem Keramikeinsatz mit Antihaftbeschichtung. Kommen wir zu unserer zweiten Empfehlung. Ein Timer ist sehr praktisch, denn man kann in Abwesenheit leckere Gerichte zubereiten. Den Timer kann man meistens direkt digital am Topf einstellen. Tipp Nummer 3. Hier geht es um die Größe eures Slow Cookers. Es gibt kleine Modelle, die eignen sich so für 1 bis 2 Personen, die fassen so um die 1,5 Liter. Dann gibt es etwas größere Modelle, die so um die 3,5 Liter fassen und für 4 Personen geeignet sind. Und für große Haushalte eignen sich Modelle, die 5,5 Liter fassen können oder mehr. Kommen wir zu unserer vierten Empfehlung. Auch für Slow Cooker gibt es tolles Zubehör. Zum Beispiel Schutzhauben. Die schützen den Slow Cooker vor Kratzern, Schmutz oder Flüssigkeiten. Die sind meistens aus Stoff und gibt es in ganz unterschiedlichen Designs. Tipp Nummer 5. Preis und Leistung spielen natürlich auch eine wichtige Rolle. Es gibt sehr günstige Modelle, die so um die 30 Euro kosten. Größere Modelle kosten etwas mehr, so um die 50 Euro aufwärts. Überlegt euch vorher, wie groß euer Modell sein sollte und wie oft ihr den Slow Cooker verwenden wollt. Kommen wir zu unserer nächsten, 6. Empfehlung. Hier geht es um die Reinigung eures Slow Cookers. Ihr könnt den Innentopf und den Deckel entweder von Hand reinigen oder in die Spülmaschine. Das Heizelement könnt ihr mit Reinigern für Edelstahltöpfe reinigen. Mehr Infos zum Thema Slow Cooker bekommt ihr auf unserer Website kochenmitgenuss.org. Dort informieren wir auch über aktuelle Tests von verschiedenen Verbrauchermagazinen. Und falls ihr unseren YouTube-Channel abonniert, würden wir uns natürlich megamäßig freuen.